Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem relativ kleinen, bescheidenen Karton ist tatsächlich ein Monitor drin. Also ich habe schon einige Monitore bei mir im Büro getestet. Ich benutze mehrere Monitore gleichzeitig in meinem Büro. Aber sowas hier habe ich noch nicht gehabt. Das ist ein 49 Zoll aus der Business-Serie, aus der 5000er-Serie von der Firma Philips. Das Ding muss wohl ein bisschen heftig aussehen, ist ein Curved-Monitor und kann sehr, sehr viel, hat eine ganz tolle Kamera und da sind natürlich speziell, also einmal das Büro selber, es ist wie gesagt eine Business-Linie und natürlich auch die Gamer werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen hellhörig werden. Ich habe so einen Riesenteil noch nicht auf meinem Büro-Schreibtisch stehen gehabt und den muss man auch richtig aufbauen. Ihr seht hier, ungefähr so wird der dann aussehen. Und ich bin schon sehr gespannt. Jetzt werden wir ihn erstmal zusammen auspacken. Und dann werden wir ihn natürlich an ein kleines 14 Zoll Laptop anschließen. Und dann schauen wir mal, was so ein Teil kann. So, hier ist jetzt dieses riesige Teil. Also von der Breite her ist das natürlich richtig, richtig groß. Und wir haben jetzt hier den Inhalt des Kartons. Wir haben hier einmal den normalen Netzstecker. Dann haben wir hier einmal einen DisplayPort-Stecker, dann haben wir hier einen HDMI und hier haben wir einen USB zu USB-C. Dann haben wir hier die Quick Installation bzw. Bedienungsanleitung, den sehr massiven Ständer hierfür. Das ist natürlich, der ist natürlich höhenverstellbar und da sieht man auch, da sind hier richtig dicke Kugellager innen drin, sieht man. Also von der Qualität her sehr, sehr gut, ist natürlich Metall logischerweise. So, das ist relativ einfach. Gut festschrauben, einfach hier das Häkchen umsetzen und dann steht der und zwar ordentlich. Das ist relativ einfach. Hier oben wird das zuerst eingeführt und jetzt müsste das gleich klack machen. Einmal klack und das war's dann auch schon. Und dann kann man ihn hinstellen und so sieht das Ganze aus. Natürlich ist er... Das mache ich jetzt schon mal, weil auf dem Schreibtisch wird das in dem ziemlich großen Teil ein bisschen schwierig. Das heißt, er ist natürlich hier sehr schön verstellbar. Er ist in der Höhe verstellbar, könnt ihr sehen hier. Sehr schön leicht auch, also richtig wie so ein kleiner Aufzug. Man muss nur ganz wenig an Kraft hier aufbringen und er geht wunderbar leise und gut. Also wie gesagt, man kann die großen Kugellager da drin also sehr, sehr gut sehen. Das ist eine sehr gute Qualität. Also ihr könnt hier sehr schön das Ganze entsprechend so weit einstellen. Und dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, auch hier dann nochmal zu verstellen. Also Verstellmöglichkeiten habt ihr hier genug. Hier oben sind noch zwei Aufkleber drauf. Die mache ich jetzt mal runter. Und zwar sitzt hier oben im Moment noch fixiert eine Webcam, die jetzt hochgefahren ist alleine. Diese Webcam, da sind mehrere Linsen drin. Das ist eine 5-Megapixel-Webcam. Also da kann man wirklich mehrere Leute vor den Monitor dann auch setzen. Also das ist was Ordentliches. Man kann sie dann entsprechend auch einfach, wenn man nicht will, dass man beobachtet wird oder beobachtet werden kann, kann man sie einfach hier oben entsprechend runtersetzen. Probieren wir natürlich entsprechend gleich aus. So, da wir jetzt gerade hier nochmal dabei sind, drehe ich euch den auch gerne nochmal um. So sieht das Ganze von hinten aus. Wie gesagt, hier einmal die Möglichkeit. Diese Diagonale hier, das sind 49 Zoll, 1,24 Meter. Also so ein großes Teil habe ich noch nie auf meinem Schreibtisch stehen gehabt. Wobei Schreibtisch hier nicht ganz stimmt. Das ist ein relativ antiquierter Tisch, den ich im Moment hier übergangsweise benutze. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, die Differenz zwischen diesem hochmodernen und ja, ein Eichendekor. Aber gut, es soll ja nicht um den Tisch gehen, sondern es soll ja hier um dieses Teil gehen. Ich habe es gestern Abend hier mal aufgebaut, habe auch mal ein bisschen dran gearbeitet. Es ist ein anderes Arbeiten, ganz klar, weil, wie gesagt, ihr seht natürlich hier wesentlich mehr. Der Arbeitsplatz an sich, den kennt ihr, wenn ihr meine Videos schon mal gesehen habt. Ich arbeite immer mit zugeklapptem Laptop, ist jetzt hier ganz normal mit HDMI angeschlossen und dann habe ich hier per Funk
eine Maus bzw. Tastatur entsprechend liegen und so arbeite ich generell entweder mit einem oder mit zwei Monitoren. Hier brauche ich natürlich jetzt nicht mehr zwei Monitore, hier kann ich im Prinzip drei Sachen nebeneinander machen. Das gucken wir uns aber gleich zusammen an. Wie gesagt, also hier der Quick Start, der hier dabei ist auf Deutsch, ist relativ simpel, relativ einfach. Erklärt euch, wo ihr was anschließen könnt, die Anschlussmöglichkeiten sowohl hier unten an der Seite sind mannigfaltig, also ihr könnt hier wirklich zwei PCs auch anschließen, ganz, ganz viele Sachen, USB-Hub, USB-C und so weiter. Also wirklich Anschlüsse für die Leute, die das brauchen. Telefon könnt ihr hier mit dran machen, alles überhaupt kein Problem. Gucken wir uns gleich an, On-Screen-Display, das heißt also das OSD, gucken wir uns auch an, wie man das Ganze einstellen kann. Und wie gesagt, dafür reicht eigentlich, ihr braucht gar keine große Bedienungsanleitung, der Quickstart hier reicht dafür völlig aus. Wie gesagt, er macht eine imposante Erscheinung auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ich setze mich mal dran und dann schauen wir uns das Teil mal ein bisschen genauer an. So, ich habe jetzt mal die Lampen oben ausgemacht, damit wir uns besser auf den Screen konzentrieren können. Natürlich könnte ich das jetzt auch mit meinem Programm aufnehmen, das direkt den gesamten Bildschirm aufnimmt, aber ich möchte das lieber, damit wir das vom Räumlichen her haben, von der Größe her. Ich glaube, gibt das Format hier von außen drauf zu filmen, über die Aufteilung, über die Größe hier des Monitors, denke ich mal, eine bessere Einsicht. So, wenn wir uns das natürlich hier jetzt anschauen, ich habe jetzt hier mein Internet aufgemacht, meine Internetseite, YouTube-Seite aufgemacht und so würde das Ganze natürlich jetzt noch nicht so viel Sinn ergeben, weil ich habe so viel Leerfläche, das bringt ja nichts. Im Gegenteil, es stört sogar ein bisschen, weil die Abstrahlung des Monitors ist sehr hell, das heißt, es ist natürlich positiv, sehr hell und auch vom Bild her super scharf, müssen wir nicht drüber reden, läuft jetzt hier im Moment mit 75 Hertz. Natürlich muss eure Grafikkarte das auch können, also bitte vorher, bevor ihr euch sowas zulegt, auch mal schauen, ob eure Hardware das entsprechend alles darstellen kann. Denn das ist natürlich ein bisschen mehr als jetzt bei einem normalen Full HD Display. Wenn wir uns das anschauen, ich habe gestern Abend mal ein paar Seiten mal aufgemacht und habe erkannt, dass einige Seiten, wenn man sie zwei, dreimal aufmacht, irgendwie, entweder macht das der Rechner oder der Monitor oder das Internet, keine Ahnung, die Seiten doch immer mehr und immer größer letztendlich hier auch präsentiert. Das heißt also, wenn wir jetzt hier das sehen, wie gesagt, hier bleibt es in der Mitte. Aber wenn wir zum Beispiel hier jetzt hingehen, so eine Seite aufmachen, wie Super Machine zum Beispiel, dann haben wir hier, also es ist gigantisch, was hier für ein Platz plötzlich auf dem Monitor bzw. auf dem Schreibtisch ist. Das sind ja im Prinzip sind ja drei Monitore. Also das ist wirklich gigantisch gut. Wir haben jetzt hier mal habe ich jetzt mal was aufgemacht, hier haben wir irgendeine Spielszene von Cyberpunk 2077. Ich lasse das nur kurz laufen, sonst nehmen wir die Upload-Filter von YouTube das Ganze wieder aus dem Video raus. Aber das ist natürlich mit dem Sound, der hier drin ist, mit das Beste. Da macht sogar mir, ich bin kein Gamer, ihr wisst das, aber da macht mir selbst das Spielen entsprechend Spaß. Ich lasse mal gerade eine kurze Szene laufen. Also es ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ihr könnt das Ganze hier noch entsprechend ganz auf dem Stream machen. Dann habt ihr keine Rahmen mehr drumherum. Also wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Ich muss das jetzt hier wieder relativ schnell ausmachen. Wie gesagt, sonst ist es halt weg. Läuft jetzt hier auf 1440p. Mehr kann er ja nicht. Und das bringt auch der Rechner alles noch ruckelfrei hier entsprechend rüber. Also das ist wirklich der Sound, muss ich sagen, hammermäßig. Ich habe bisher immer am Rechner, immer am Arbeitsplatz noch externe Lautsprecher gehabt. Würde ich hierfür nicht mehr brauchen, weil der Sound ist hier auch sehr laut. Der steht jetzt hier im Moment nur auf 40%, kommt aber schon richtig laut rüber. Also da ist noch genug Reserve. Also das ist also richtig, richtig geil. Jetzt wissen aber die meisten, dass ich, wie gesagt, ich habe es auch schon gesagt, eigentlich kein Zocker bin, sondern mit dem Teil arbeite. Und da möchte ich gerne euch mal zeigen, ich arbeite hier mit CorelDRAW, einmal mit dem CorelDRAW selber, Grafikprogramm und einmal mit Photopaint. Das heißt also, das ist, damit bearbeite ich meine
Fotos und Bilder. Das sind zwei Programme, die habe ich jetzt beide offen. Das heißt, ich könnte jetzt hier wunderbar immer hin und her springen und hier meine Sachen markieren und meine Thumbnails hier zum Beispiel machen. Ich könnte hier meine gleichzeitig dann auch immer hin und her rutschen und könnte die beiden dann auch, weil ich manchmal hier Bilder bearbeite, die ich dann hier einfüge. Also da könnte ich natürlich wunderbar arbeiten. Das ist der Büroarbeitsplatz und das ist das, was ich, sagen wir mal, auch bräuchte. Ihr könnt natürlich euch die Fenster, wie ihr wollt, hier drauflegen. Ihr könnt die an die Seite machen. Ihr könnt die im Prinzip hier jetzt verkleinern. Ihr könntet, was weiß ich wo, ihr könnt hier arbeiten und könnt hier spielen, ihr könnt alles gleichzeitig laufen lassen, vorausgesetzt eure Grafikkarte kriegt das auf die Reihe. Also Platz genug und Sound genug ist hier genug. Also es ist wirklich so eine, wie eine Kommandozentrale, wo ihr wirklich sehr viel Platz habt und die Bildqualität ist richtig, richtig gut. So, das On-Screen-Display zeige ich euch auch gerade. Wir haben die Tasten hier unten. Das heißt, wenn wir hier dann entsprechend reingehen, dann gibt es hier verschiedene Menüpunkte, die wir uns anschauen können. Dann können wir mit diesem Knopf hier in die Reiter und dann wieder runter gehen. Also das ist relativ einfach letztendlich zu machen. Ihr könnt hier wahnsinnig viel einstellen, mache ich jetzt nicht im Einzelnen, aber ihr kommt hier überall halt entsprechend dran an die ganzen Möglichkeiten, die euch diese Technik, dieser Monitor hier entsprechend bietet. So, wir haben jetzt hier noch ein zweites On-Screen-Display und zwar können wir hier die HDR-Einstellungen, Premium, Film, Foto, Display HDR 400, das habe ich hier eingestellt, das hat mir am besten gefallen, oder HDR-Basis. Da muss jeder sehen, was ihm am besten gefällt, beziehungsweise müsst ihr natürlich dann auch entsprechend sehen, was ihr bearbeitet, ob ihr Gamer seid, ob ihr Büromenschen seid, wie auch immer, welche Programme ihr bearbeitet, davon ist das entsprechend abhängig. Ihr wisst ja, dass ihr in meinem Kanal nicht von technischen Daten und Fakten überschwemmt werdet. Für mich ist immer wichtig, ist es leicht zu installieren, bringt es einen Nutzen, macht es Spaß, kann man gut damit arbeiten, macht das Sinn, Preis-Leistungs-Verhältnis und so weiter und so weiter. Ein kurzes Fazit von mir, das Ding macht Spaß und zwar richtig Spaß. Es ist ein völlig anderes Arbeiten. Ich habe bisher Curved-Monitore immer wieder direkt relativ schnell ausgesourced, weil sie mir eigentlich nicht gefallen haben. Das hier ist was ganz anderes. Also der ist so groß von der Krümmung her und von der Breite her, dass man also ohne weiteres sich einfach ein Fenster hier in die Mitte legen kann, ein ganz normales Fenster, und kann damit arbeiten. Ich kann rechts und links arbeiten, ich kann im Prinzip drei Fenster mir sehr, also ich kann mehr wie drei Fenster natürlich aufmachen, das ist klar, aber um gut zu arbeiten, kann ich immer noch drei Fenster ordentlich gleichzeitig bearbeiten. Und also die Möglichkeiten sind hier gigantisch. Und das, was hier technisch noch alles drin steckt, ich weiß, ich komme wieder in die Verlegenheit, mich zu wiederholen, das ist ein komplettes Büro. Also das ist kein Monitor mehr, das ist ein komplettes Büro. Hier die Geschichte hier oben ist wirklich der Hammer. Habe ich jetzt nicht ausgeführt. Wie gesagt, da könnte ich 3 Stunden oder 4 Stunden ein Video machen. Die Features, die das Teil bietet, hier präsentieren würde. Normalerweise präsentiere ich einen Monitor, ich stöpsel den an und sage, ja, super, On-Screen-Display. Und dann sagt man, okay, schönes Bild und gut ist. Das hier ist wirklich in der Tat was anderes. Klar, erstmal, man muss Geld haben, also ein bisschen mehr Geld wie für einen normalen Monitor. Das Teil kostet um die 1200 Euro. Ja, das ist viel Geld, aber Leute, die das jetzt wirklich einsetzen würden, wie ich im Büro, und sagen, ich habe da einen absoluten Nutzen und vor allen Dingen, ich habe mehr Spaß bei der Arbeit, sind 1200 Euro meiner Meinung nach in Ordnung. Für die Gamer unter euch, für die High-End-Gamer unter euch, die, was weiß ich, 2.000, 3.000, 4.000 Euro für die andere Hardware ausgeben, ist das ein Muss, mehr oder weniger schon. Also das macht richtig, richtig Spaß. Der sieht toll aus. Man muss natürlich, also man muss nicht nur das Geld dafür haben, sondern man muss auch den Platz dafür haben. Ihr seht, wie gesagt, nochmal, Bildschirmdiagonale 1,24 Meter. Ihr seht ja, wie ich hier dran sitze und wie riesig das Ding ist. Nur, ihr könnt das Internet, die Internetseiten, mit denen ihr arbeitet, die Programme, mit denen ihr arbeitet, ganz neu entdecken, dadurch, dass ihr sie auch wirklich anders handhaben können. Das ist das Interessante. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass jetzt mein CorelDRAW und mein PhotoPaint ganz anders, ganz andere Möglichkeiten teilweise mir bieten und sagen, oh, da kann ich ja viel besser mitarbeiten. Und das ist eh allemal Geld wert.
Das soll es gewesen sein. Ich denke, dass ich meine Erfahrungen hiermit, die ich jetzt hier in den nächsten Wochen mache, nochmal in einem zweiten Video hier kundtun werde. Und vielleicht noch ein bisschen mit noch ein bisschen mehr Spaß und mit noch ein bisschen mehr praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Aber das, was ich hier gezeigt habe, glaube ich, wird den einen oder anderen von euch auch dazu bringen, mal nachzudenken, ui, das könnte aber noch in Frage kommen. Es ist, wir haben in etwa 2 Wochen Weihnachten. Vielleicht muss der eine oder andere noch ein Weihnachtsgeschenk entsprechend besorgen. Und ich finde, es ist eine gute Anschaffung, eine tolle Anschaffung. Es macht Spaß. Und das ist ja letztendlich das, was man braucht, und das ist das Wichtige letztendlich, das ist unbezahlbar. Das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt noch ein bisschen Spaß mit diesem schönen großen Büro hier haben und hoffe, dass euch das hier gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal, dann seid ihr auch bei allen anderen Themen, die ich hier bringe, gerne willkommen. Und ja, schöne Feiertage wünsche ich auf jeden Fall von hier aus schon mal für die, die vor Weihnachten hier zuschauen, und für die anderen schaut gerne wieder rein. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bis dahin, tschüss!